Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer hier im Hohen Hause und am Stream. Haushalt 2014, Einzelplan 20, Einzelplan 12. Wenn wir die Liste der Mängel durchforsten, die diese Pläne aufweisen, dieser Haushalt aufweist, könnte man, und da komme ich dann gleich drauf, auch sagen, es wurden ja auch schon Horrorszenarien beschrieben und Filme zitiert, dass dieser Haushalt möglicherweise ein Pendant bildet zu dem Film Zurück in die Zukunft. Das wird sich nämlich dann zeigen, wenn wir zu der Stelle kommen, an der es bei uns um die Frage geht, ob und inwieweit die Landesregierung, getragen von den hier vertretenen Fraktionen der SPD und der Grünen, bereit ist, im Bereich dessen, was man aus dem Koalitionsvertrag ablesen kann, auch tatsächlich Taten folgen zu lassen. In Bezug auf den Einzelplan 20 möchte ich an dieser Stelle, wie auch schon im Haushalt- und Finanzausschuss, nochmal Herrn Dr. Oppenrenk für seine Beharrlichkeit danken, dass er dann auch die Möglichkeit hatte, die Antworten des Finanzministeriums an die Fraktionen weiterzuleiten, die eben nicht die Regierung tragen hinsichtlich der Zahlen, die dort vorliegen und die im Haushalts- und Finanzausschuss, obwohl nachgefragt, nicht in die Antwort gegossen worden sind. So stellen wir uns jedenfalls keine Politik der Einladung und auch keine Politik der Kooperation auf dem Weg zu einer Konsolidierung der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalens vor. Entweder man macht was gemeinsam und hat ein gemeinsames Ziel, oder man hat dieses nicht. Die Wege dorthin, die können selbstverständlich unterschiedlich sein. Und so muss man einfach sagen, die Struktur des Haushaltes, wie er jetzt hier im Entwurf vorliegt für 2014, weist eben ganz klar in die Richtung, dass vor allem strukturelle Veränderungen weder im laufenden Haushaltsjahr noch in der Zukunft offensichtlich beabsichtigt werden. Und wenn man bedenkt, dass das Effizienzteam, welches schon zu Beginn der Legislaturperiode als Speerspitze für den Landeshaushalt, als Beratungsteam apostrophiert war und einzig und alleine dem Zweck dienen soll, die Landesregierung dabei zu unterstützen, strukturelle Veränderungen im Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen aufzudecken und Maßnahmen zu empfehlen, ist bis heute nichts passiert, außer dass für teuer Geld, nämlich über 1 Million Euro mittlerweile, Demografiegewinne identifiziert wurden, die nunmehr auch ganz maßgeblich mit dazu beitragen sollen, dass eine Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen tatsächlich, wie aber auch zukünftig heute, wie aber auch tatsächlich in der Zukunft, kleingerechnet werden soll. Man nimmt also Dinge an, die letztendlich noch von zukünftigen Ereignissen abhängen, von deren Entwicklung wir heute nur ahnen können, dass sie eintreten oder nicht. Auch da gilt schon heute zurück in die Zukunft, denn was sich dann am 2017, am Ende der Legislaturperiode oder gar 2020, dann, wenn nämlich die Schuldenbremse greift, vorliegen wird, das müssen wir schauen. Und in dem Kontext kommt dann auch wieder das zum Tragen, was der Kollege Witzel hier gesagt hat in Bezug auf die WestLB. In der Tat, ich habe noch gut im Ohr, dass es heißt, dass die erteilten Garantien des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von bis zu 5 Milliarden Euro voll in Anspruch genommen werden. Voll in Anspruch genommen werden. Davon sind bisher 1 Milliarde bezahlt. Und wenn wir hören, dass 2,4 Milliarden zwar in der Planung angesetzt waren, diese aber plötzlich verschwinden, weil man noch nicht weiß, wann sie zu zahlen sind, stellt sich für uns heute hier die Frage, wann werden sie denn wohl fällig? Möglicherweise am 1. Januar 2018 oder beziehungsweise am ersten Tag nach Ende der laufenden Legislaturperiode, Herr Finanzminister, diese Frage müssen Sie einfach mal beantworten, denn Sie sind mit der Vertragsgestalter bezüglich dieser Garantien. Und dann kommen wir einmal zur Streichung von Förderungen des Atomkraftwerksbetreibers HKG. Da erkennen wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von über 30 Millionen Euro. Da erkennen wir im Haushaltsplan, im Einzelplan 20, Zahlungen, Baransätze von 1,5 Millionen. Im Koalitionsvertrag hier im Land zwischen SPD und Grünen wurde Folgendes vereinbart. Ich zitiere. Insbesondere im Hinblick auf die ungeklärte Finanzierung des Rückbaus des THTR
werden wir die früheren Betreiber bzw. Rechtsnachfolger und Eigentümer in die finanzielle Verantwortung nehmen. Steht so im Koalitionsvertrag. Ich stelle fest, im Haushalt 2014 ist weiterhin die Förderung des Atomkraftwerksbetreibers in Hamm-Üntrop vorgesehen. Lange wurde behauptet, das Land sei rechtlich zu dieser Zahlung verpflichtet. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass seit 2009 jede vertragliche Grundlage für eine derartige Verpflichtung fehlt. Und tatsächlich leistet das Land so lange keine Zahlungen, bis die dritte Ergänzungsvereinbarung, über die derzeit noch Prüfungen stattfinden, mit dem Atomkraftwerksbetreiber unterschrieben ist. Daher frage ich Sie, Herr Finanzminister, Sie hatten ja letzte Woche im Ausschuss noch gesagt, ist noch nicht, wird noch geprüft. Haben Sie inzwischen die dritte Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag mit dem Atomkraftwerksbetreiber unterschrieben? Ist sie bereits unterschrieben? Liegt sie vor? Nö. Also, ich höre Schweigen von Herrn Finanzminister. Das lässt im Prinzip darauf schließen, dass gegenüber letzter Woche Donnerstag sich nicht viel verändert hat. Wenn sich aber nicht viel verändert hat, muss ich ganz einfach sagen, ist alleine der Haushalt wegen eines Fehlers im Einzelplan 20 wahrheitswidrig. Dort steht nämlich, ich zitiere, die zuletzt im Jahr 2013 vereinbarten Finanzierungsregelungen haben eine Laufzeit bis zum Jahr 2022. Das Entscheidende an dieser Erläuterung im Einzelplan 20 ist, dass die Regelungen als bereits vereinbart dargestellt werden. Tatsächlich sind für 2013 und 2014 keine konkreten Zahlungen rechtsverbindlich vereinbart. Und jeder, der dem Haushalt hier zustimmt, stimmt damit genau an diesem Punkt einem wahrheitswidrigen Haushalt zu. Und ist er in einem Teil falsch, dann ist er auch insgesamt nicht zu begrüßen bzw. letztendlich abzulehnen. Ich stelle zudem fest, die Landesregierung setzt den Koalitionsvertrag nicht um. An welchen Stellen das noch der Fall ist, müsste man im Detail prüfen. Ich belasse es bei diesem einen Punkt. Kommen wir zu einem weiteren Punkt innerhalb des Haushalts 2014. Wir haben ja bereits in Bezug auf den Nachtragshaushalt bezüglich der Personalverstärkungsmittel angemerkt, dass auch hier jede Umsetzung ihrer Inaussichtstellungen der Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamten und Amten fehlt. Im Gegenteil, sie haben auch nicht die aus der Anhörung eingearbeitet, wo nämlich die Sachverständigen übereinstimmen oder zumindest einige davon sagten, dass dem Haushalt 2014 Rückstellungen für diesen Bereich fehlen. Rückstellungen, wo gesagt wird, das können wir nicht machen, wir wissen ja noch nicht, ob wir zahlen müssen. Gleichwohl wissen wir, dass an anderer Stelle, nämlich dort, wo auch noch Prozesse laufen, im Bereich der Justiz nämlich, Rückstellungen sehr wohl im Haushaltsplan, Einzelplan 4, stehen. Warum geschieht das hier nicht? Die dicke Keule, die wird nämlich dann 2014 oder 2015 kommen, wenn wir uns hier im Landtag wieder damit befassen müssen, nachdem möglicherweise der Verfassungsgerichtshof das entsprechende Gesetz kassiert hat. Kommen wir noch einmal zu einem weiteren Punkt, nämlich der Frage der Einnahmen des Landeshaushalts, des Landes Nordrhein-Westfalen. Signifikante Verbesserungen sind nicht zu erwarten, jedenfalls nicht nach dem, was wir im Koalitionsvertrag sehen. Eins, und da musste ich dem Herrn Finanzminister, ich hoffe, dass ich ihm dieses Lob dann tatsächlich richtig an ihn ausspreche, wirklich sagen, gute Leistung, Steuerhinterziehung bekämpfen, Steuervermeidung eindämmen, steht so im Koalitionsvertrag. Und im Koalitionsvertrag steht dann auch, dass Gewinnverlagerungen international operierender Unternehmen entschlossen entgegengetreten werden sollen. Und natürlich steht auch drin, dass das Arbeiten zur OECD BEPS, Base Erosion and Profit Shifting Initiative im Jahre 2015 endet und dass bis dahin noch einiges passieren muss. Wir haben letzte Woche im Haushalt- und Finanzausschuss über Anträge abgestimmt. Einmal war es der Antrag auf Schließung von Steuerschlupflöchern, der von Ihnen bzw. den regierungstragenden Fraktionen auswies, dass alleine dadurch pro Jahr im Bund 160 Milliarden Euro Mehreinnahmen generiert werden könnten. Brechen wir das auf das Land Nordrhein-Westfalen runter, können Sie sich ungefähr ausrechnen, was dabei rauskommt. Was wir allerdings nicht nachvollziehen können, ist, dass Sie im gleichen Maße bzw. in einem Atemzug unseren Antrag, den Piratenantrag, wegen der Lizenzboxen, wegen der knallharten Bekämpfung der Lizenzboxengeschäfte abgelehnt haben.
Da wundere ich mich doch, dass im Koalitionsvertrag gleichwohl steht, auch wollen wir sicherstellen, dass der steuerliche Abzug von Lizenzaufwendungen mit einer angemessenen Besteuerung der Lizenzerträge im Empfängerland korrespondiert. Im Vorgriff auf diese internationale Regelung werden wir in Deutschland erforderlichenfalls gesetzgeberisch voranschreiten. Jetzt frage ich mich, ist das Resultat der SPD und Grünen der SPD-Einflussnahme auf den Koalitionsvertrag oder handelt es sich hierbei um das Ergebnis des Vorstoßes des Finanzministers Schäuble aus Juli dieses Jahres? Es spielt unter dem Strich keine Rolle. Fakt ist jedenfalls, konkrete Maßnahmen werden hier im Land Nordrhein-Westfalen nicht in Aussicht gestellt und auch nicht vorgenommen. Von daher müssen wir sagen, wer hier sich hinstellt und sagt, wir möchten auch die Einnahmenseite des Landes Nordrhein-Westfalen verbessern, der muss auch entsprechend Taten folgen lassen. Hier im Land passiert das nicht. Ob es im Bund passiert, müssen wir schauen. An dieser Stelle möchte ich schließen und in Aussicht stellen, dass wir, die Piratenfraktion, diesen Haushalt, jedenfalls Einzelplan 20 und Einzelplan 12, ablehnen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.